Moin, heute habe ich wieder etwas ganz Besonderes für dich und für deine Seele. Wir wollen uns nämlich mit deiner Einzigartigkeit beschäftigen. Das heißt, warum du unvergleichbar bist. Denn das ist ganz besonders wichtig in der neuen Zeit, dass wir das für uns immer mehr annehmen können. Und vor allen Dingen für dich auch als Soul-Leaderin, wenn du jetzt durchstarten möchtest, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, zu einem glücklicheren Ort oder eben auch als Seelenpartnerin, die neue Liebe der neuen Zeit leben will. Wir wollen uns anschauen, woher kommt das eigentlich? Warum vergleichen wir uns eigentlich ständig und können eigentlich unsere Einzigartigkeit noch gar nicht so richtig annehmen? Wir wollen uns aber auch anschauen, was es bedeutet, wenn du es tust und vor allen Dingen, was dann für eine Magie passiert, was du dir dann erschaffst, wenn du ja, deine Einzigartigkeit lebst. Und was das ist und noch viel mehr, verrate ich dir jetzt in diesem Podcast-Video. Wir sind Annette und Easy, meine Seele. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, immer dieses Vergleichen. Es ist total anstrengend, es raubt einem nur Energie und irgendwie Spaß bringt es auch überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Es macht einen irgendwie down und wir schwingen nicht mehr in unserer Energie, sondern wir schwingen da unten, wo wir irgendwie Mangel sind und denken, der oder die kann das besser oder macht es besser, warum kann ich es nicht so machen wie die oder wie der. Und angefangen hat das alles bei uns in der Kindheit, na klar, wo auch sonst. Bam! Es hat schon angefangen, als wir auf diese Welt gekommen sind, als wir da schon in Anführungsstrichen etwas enttäuscht haben, beziehungsweise was aus uns geworden ist, weil ja unsere Eltern eine ganz bestimmte Vorstellung schon davon hatten, was aus uns werden soll. Und damit meine ich jetzt, überhaupt ist überhaupt kein Vorwurf von unseren Eltern überhaupt nicht. Ist doch schön, wenn sie eine Vorstellung hatten und das Beste für uns wollten. Aber natürlich haben wir unsere eigene Seele, wir haben unsere eigenen Vorstellungen und die entspricht natürlich nicht immer dem, was vielleicht unsere Eltern sich gewünscht haben. Dann ging das ja weiter. Da kommen noch Familie, Verwandte hinzu, da kommen noch Freunde, dann irgendwann geht man in die Schule. Und oftmals hat man, jeder eigentlich von uns mal gehört, irgendwie, guck mal, Klaus Dieter macht das besser oder die Gabi, guck mal, wie die Gabi das macht. Jetzt nichts an Klaus Dieter und Gabis, bitte jetzt. Ich habe nur den Namen jetzt einfach so gewählt, weil er mir gerade in den Kopf gekommen ist. Also das hat natürlich gar nichts mit euch zu tun. Aber kennst du das? Und du denkst immer so, wieso bin ich eigentlich nicht gut genug? Und dadurch entsteht natürlich auch dieser ganze Selbstwertmangel, den wir haben. Aber das Problem ist, dass wir das so oft begegnet sind und das ist auch oft unbewusst letztendlich aufgetreten oder haben wir unbewusst erlebt und wir wundern uns, warum wir das immer noch so machen, warum wir uns immer noch vergleichen, warum wir immer noch nicht unseren Selbstwert haben und unsere Einzigartigkeit erkennen und so stolz darauf sind, dass wir so einzigartig sind, sondern wir wollen irgendwie immer noch so ein bisschen mit zur Herde gehören sozusagen. Wir wollen uns einer Gruppe anschließen, weil wenn wir uns einer Gruppe anschließen, dann haben wir da irgendwie so ein Zugehörigkeitsgefühl. Das sind ja ganz, ganz viele Dinge, die da letztendlich mit reinspielen. Da ist auch überhaupt nichts gegen einzuwenden. Das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Nur ich habe für mich einfach mal herausgefunden oder beziehungsweise festgestellt, dass ich gesagt habe, ich bin gar nicht so ein Herdentier. Ich bin eigentlich eher so ein Typ, der so für sich entscheidet, was möchte ich eigentlich gern. Und habe ich ja schon oft drüber gesprochen, gerade die gesellschaftlichen Zwänge, die da sind. Du musst so und so sein, du musst dies und jenes machen. Das gilt es jetzt eben mal aufzulösen und nicht mehr zu leben, sondern jetzt ja, in unserer Freiheit zu sein, wir selbst zu sein. Und das Spannende ist ja, wenn man aufhört, sich zu vergleichen, das habe ich für mich festgestellt, erlebe ich wirklich so eine Freiheit. Es ist so ein Druck, der weggenommen wird, den ich nicht mehr habe, weil ich möchte ich sein. Und dadurch habe ich mir eine absolute Freiheit geschenkt, eine Unabhängigkeit. Und das ist mega, mega cool. Und gerade wenn du eben auch als Soul-Leaderin hier auf dieser Welt bist, wenn deine Seele deswegen inkarniert ist, dass du diese Welt auch zu einem besseren, zu einem glücklicheren Ort machst, hast du sehr, sehr, sehr viel Verantwortung. Aber da kannst du dich nicht mit irgendjemandem vergleichen, weil da musst du deine Einzigartigkeit leben. Und jetzt sind wir zwar wieder beim Muss, aber da darfst du das, da sollst du das auch. Weil, das ist ganz, ganz wichtig, weil du dadurch ja auch deine Individualität und deine eigene Art letztendlich leben kannst. Und das macht dich ja auch aus als Soul-Leaderin. Das macht dich ja auch aus mit deiner Seelenaufgabe. Das macht dich aus mit deiner Gabe und Mission, die du auf dieser Welt hast, weil die kannst nur du so leben und rüberbringen, wie du es kannst. Das kann kein anderer. Und sofern du anfängst und dich vergleichst und sagst, oh, ich muss das oder das muss ich irgendwie auch machen wie die oder nee, null. Sondern es ist jetzt wichtig, dass du bei dir ankommst, dass du selbst bist. Und das ist genauso in der Seelenpartnerschaft, ist genau das Gleiche.
Du hast keine Strukturen mehr, keine festen Strukturen, die dir zeigen, oder keine Regeln, so musst du das machen. Ich weiß, das ist ein bisschen verwirrend, weil wir so aufgewachsen sind, dass es feste Strukturen gibt, feste Regeln, an die wir uns halten sollen, dann sind wir gut. Und wenn wir es nicht tun, dann sind wir eben nicht gut, gehören nicht mehr zu dieser Gruppe und fallen raus. Und dann fühlen wir uns natürlich nicht mehr zugehörig. Aber das Spannende ist, und das finde ich so mega, mega cool, was ich für mich auch erlebt habe und erfahren habe, ist, dass du diese Gruppierung in dem Sinne gar nicht brauchst, weil du letztendlich ein völlig neues Zugehörigkeitsgefühl erlebst. Du schenkst dir ein völlig neues Zugehörigkeitsgefühl, wenn du anfängst, du selbst zu sein. Weil dann machst du das Tor auf. Dann bist du nämlich verbunden mit dem Universum und deiner Seele. Und das ist viel größer. Und die kritisieren dich nicht, das ist ja das Spannende. Die finden, die lieben dich über alles. Und die supporten dich so doll, wie sie nur können. Sofern du es nur zulässt. Das ist das Universum, guck mal, wie groß das ist. Das ist deine Seele, die ist mega. Was hast du da für ein Zugehörigkeitsgefühl? Und vor allen Dingen, du kommst aus diesem Kleingehalte raus, sondern du wirst groß, du kannst in deine Größe gehen. Und das ist jetzt so, so wichtig in der neuen Zeit, dass du die letztendlich lebst, dass du die findest, dass du da reingehst. Weil wir brauchen dich jetzt auf dieser Welt, wir brauchen dich, dass du genau das lebst, dass du selbst bist, dass du aus dir heraus deine Sicherheit schöpfst und deine Anerkennung, dass du dich nicht mehr abhängig machst von anderen, sondern dass du unabhängig bist und dass du dich so liebst, wie du bist und dass du deine Einzigartigkeit lebst, weil du bist nicht vergleichbar. Dich gibt es nur einmal auf dieser Welt. Und das ist so wunderschön, weil stell dir mal vor, wir wären alle gleich. Das ist doch total langweilig. Das ist doch das Besondere, dass jeder seinen ganz besonderen Spirit hat, seine ganz besondere Gabe, seine ganz besondere Mission, seine ganz besondere Aura, seine ganz besondere Liebe auch. Du hast auch eine ganz besondere Liebe in dir, die du letztendlich auch in die Welt tragen kannst. Ist das nicht wunderschön? Also, als ich das für mich letztendlich herausgefunden habe, ich möchte das nicht mehr eintauschen. Ich würde mich so freuen, wenn ich dich mit diesem Video dazu inspiriert habe, dass du es auch mehr annehmen kannst, deine Einzigartigkeit zu leben, dass du es mehr sehen kannst, dass du dich selbst mehr siehst und auch immer mehr in deine Größe gehst und vor allen Dingen dadurch deine Bestätigung und deine Sicherheit findest, dass du so bist, wie du bist und dass du dich nicht mehr abhängig machst von außen oder vergleichst oder dich verbiegst oder verzerrst, dass du so bist wie andere oder wie sie dich sehen wollen. Nein. Sondern, dass du aufhörst, diese Story von damals hier zu erzählen, wie du zu sein haben musst, sondern, dass du dir jetzt eine neue Story erzählst, dir deine neue Realität erschaffst und einfach mega, mega stolz bist auf dich selbst, weil du ein wundervoller Mensch, eine wundervolle Seele bist. Und das ist eben auch das Besondere, wenn du deine Seelenaufgabe lebst, weil da brauchen wir deine Individualität, da brauchen wir deine Einzigartigkeit, weil deine Seelenaufgabe, deine Mission, deine Gabe hier ist unvergleichbar. Die kannst nur du so, wie du sie kannst. Genauso in der Seelenpartnerschaft, dass ihr euch eine individuelle, ganz einzigartige Seelenpartnerschaft erschafft. Das ist ja auch das Spannende, das hast du selbst ja für dich auch schon erlebt, wo du deinen Seelenpartner vielleicht schon kennengelernt hast, dass du sagst, das ist komplett anders als das, was ich gelernt habe oder das, was ich kenne oder das, wo ich dachte, wie das ist. Es ist völlig anders. Und auch da ist Individualität gefragt, da ist deine Einzigartigkeit gefragt, weil da geht es auch darum. Ne? Seelenaufgabe, Seelenpartner weiß, der ist der Weg zu dir, dass du immer mehr du selbst bist. Und da wirst du immer etwas Individuelles leben, nichts Vergleichbares. Ich weiß, manchmal klammern wir Menschen uns gerne an irgendwelche Regeln oder irgendwie, wo wir es vergleichen können, um zu sagen, bin ich jetzt richtig oder bin ich jetzt nicht richtig. Aber ob du richtig bist oder nicht, das fühlst du hier innen drin. Und wenn ich dich supporten soll, schau gerne auf meiner Webpage vorbei, annettburmester.com. Dort findest du alles über deinen Seelenplan, deine Seele, deine Seelenaufgabe, deinen Seelenpartner und deiner Selbstermächtigung. Weil das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das tun, dass wir uns unsere Macht zurückholen, uns überhaupt zu erlauben, unsere Einzigartigkeit anzuerkennen und da mega, mega stolz auf uns sind, wie toll wir eigentlich sind. In diesem Sinne ein High Five auf dich, auf deine Seele, auf dich als Mensch, auf deine Gabe, auf deine Mission, auf dich als Seelenpartnerin, auf deinen Mut, den du hast, einzigartig auf dieser Welt zu sein und das auch zu leben, denn darum bist du hier. In diesem Sinne alles, alles Liebe, love and smile, so oft du nur kannst, liebe deine Einzigartigkeit, denn du ist ein Geschenk. Tschüss.